Um herauszubekommen, was im Kopf dieser Katze gerade vor sich geht, bestände zumindest theoretisch die Möglichkeit, ihr Haupt zu röntgen. Doch würde eine Durchleuchtung kaum zur Erleuchtung führen. Gedanken sind eben unsichtbar. Vielleicht bringt uns die Kunst da ein Stück näher. Die Katze hat nichts anderes im Kopf als einen Vogel. So zeigt das der süddeutsche Zeichner, Maler und Musiker Paul Klee in seinem Gemälde Katze und Vogel. Kunst gibt ja nicht das Sichtbare wieder, sagt er einmal, sondern sie macht erst sichtbar. Klee malt nie das Gesehene ab, sondern das, was er sich vor seinem inneren Auge vorstellt. Die Figuren entstehen im Kopf, wie dieser kleine Vogel, welcher der Katze nicht aus dem Schädel will. Sie starrt uns an, als wären wir der Piepmatz. Der Vogel ist rosé erleuchtet, genau wie der Mund der Mietz. Da soll er sicher auch rein. Denn die riesigen Augen des Raubtiers zeugen von einem glühenden Verlangen. Jedoch stellt sich die Katze den Vogel nur vor. Er ist eine Illusion. Genau wie die Katze eigentlich auch nur eine Idee, eben ein Gemälde ist. Das ist wohl der reizende Grundgedanke dieses Werks. Ein Maler macht sich ein Bild von einer Katze, die sich ein Bild von einem Vogel macht. Und damit sich auch der Letzte sicher sein darf, dass dies hier nur ein Bild und keine echte Katze ist, hat Klee sicherheitshalber über dem Vogel noch ein kleines Loch gemalt. Zum Aufhängen des Bildes.